ist ja widerlich. Was war mit dem los? Er war früher mal Räuberhauptmann. 30 Jahre lang hat er die Eisenberge von meinem Bruder, naja, sein Charisma ist nicht so groß. Nun ist, er scheint wahrhaftig von Chor gesegnet zu sein. Wir machen dir ein neues Ohrläppchen, Jalan. Aus Eisen oder so. Ich bin mir sicher, das ist nichts, was Magister Abelmirs Allkünste nicht regeln können. Oh ja, Jalan, Gold, Hand und Ohr. Ich denke, magische Heilkünste sind angebrachter als Metalle im Ohr. Würde hier aber nicht magisch heilen. Ihr versteht. Wieso nicht? Mag Ambrosch das nicht? Ich habe euch doch gerade erzählt, wie Erzzwerge zu Magie stehen. Ach, Papalapap, ein bisschen Salbe, ein Verband, ein Heiltrank und dann hat sich das wieder. Aber Magie hat doch nichts mit Drachen zu tun. Magie gab es schon lange vor den Drachen. Aber mir müsst ihr das nicht begreiflich machen. Aber das solltet ihr nicht gegenüber den Erzzwergen erwähnen, die... Nun gut, wir müssen uns wohl den Gepflogenheiten anpassen. Ihr seht es mal positiv, Jalan. Wenigstens habtet ihr nicht vor, an diesem Ohr einen Ohrring zu tragen. Ja, zum Glück. Ja. Blutbart ist so ein bisschen, naja, wie gesagt, er hat die Kocknamen übernommen und offiziell ist er mein Leibwächter, aber ich lasse ihn ganz gerne mal zu Hause, weil er oft sowas macht. Er ist ein bisschen hitzköpfig, müsst ihr entschuldigen. Lasst gut sein. Ihr solltet nur Sorge tragen, dass nicht irgendwann jemanden beißt, der ebenso hitzköpfig ist. Ich glaube, er war einfach viel zu lange in den schwarzen Landen. Aber wenn ihr da mal hinwollt, dann da kann er relativ gut mit den Leuten umgehen. Albrecht zuckt wieder entschuldigt mit den Achseln. Ach, da war Bescheid. Nun, soll ich entgegen. Antwort gegeben habt? Die richtige meine ich. Ich bin nicht sicher. Auf die eine oder andere Weise sollte ich jemals in aller meiner Pläne wieder in die schwarzen Lande aufbrechen müssen. Ich führe ihn für euch eine Weile aus, ja? Also wenn du zu Abelmirs Hochzeit willst, werden wir das wohl müssen. Fürchte auch. Wieso müssen wir zu in die schwarzen Lande? Ja, wer bringt denn sonst den Bastard in dem goldenen Haus um? Ach so, meint ihr das? Natürlich. Und wir könnten bei Nacht und Nebel seine Verlobte entführen und ihn in Perikum verheiraten. Das nennt man eine Perikumer Hochzeit tatsächlich. Nein. Das würde meine Isha niemals mitmachen. Bist du nicht in Perikum auch gesucht, Jana? Kleinigkeiten. Was? Ihr seid in Perikum? Ach ja, das hat sich vergessen. Es gibt da diesen kleinen Rondra-Tempel, zwei Meilen vor den Toren. Da nimmt man uns sicherlich auf und wir können die Zeremonie durchführen. Das ist überhaupt kein Problem. Ich bin mit der Rondra-Kirche wirklich gut. Also... Du darfst nicht nach Xorgan, du darfst nicht, so. Xorgan ist verboten, Perikum ist verboten. Sieht schon schlecht aus für dich. In Fasar seid ihr aber noch nicht gesucht, oder? Noch nicht. Noch nicht. Ne? Aber das würde ich ja niemals mitmachen. Nein. Das könnte ich hier nicht antun. Ich bin überrascht und amüsiert, dass ihr sagt, noch nicht. Nun ja, man weiß nie, was die Zukunft bringt. Plant ihr denn, gesucht zu werden in Fasar? Natürlich nicht. Ich wollte dich ja nur fragen. Ihr plant doch auch nicht, in Xorlosch gesucht zu werden, oder? Nein, ich plane oder nicht. Oder plant ihr sonst irgendwelche Herauswürfe aus irgendwelchen anderen Gilden? Sagt einfach Bescheid, wenn ihr nach Keshal Angra wollt in Fasar, dann wir können euch Lodenumhänge geben und so einen breitkrempigen schwarzen Hut, dann seid ihr da willkommen. Was ist Keshal Angra? Das ist das, die Enklave, die ummauerte Enklave von Fasar. Naja, in Fasar darf man keine Mauern bauen, aber wir haben es trotzdem getan. Alle Zwerge machen. Natürlich. Keshal Angra ist ja ohnehin hauptsächlich unterirdisch. Ja, wozu braucht man dann eine Mauer? Weil Mauern gut sind. Aber eine Mauer, die nichts umschließt, ist sinnlos. Wir halten ewige Wacht gegen die drachischen Umtriebe. Nun, da seid ihr in Fasar genau richtig. Wusstet ihr, dass die wir den Raschpulswall auch gebaut haben? Alle Zwerge lachen. Ja, sicher Zwerge. Eure Vorfahren, vermute ich. Im Ernst, warum glaubst du, heißt der Raschstuhlsturm? Raschstuhlsturm, das ist ein Turm, den wir gebaut haben. Nun, ich denke, es ist der leicht gefallenen Giganten.
Ach, ich verstehe wieder einen Witz. Ich verstehe Zwerge nicht. Ja, wie gesagt, wenn ihr nach Fasar wollt, da haben, glaube ich, alle Viertel, da kann ich Zunamin sicherlich ein bisschen mehr zu erzählen, aber ich war auch einige Zeit als Söldner in Fasar. Und wir haben uns dafür die Lodenumhänge entschieden und diesen breitkrempigen schwarzen Hut, wie gesagt. Und die Erzzwerge sind bei den meisten Fraktionen recht gut gelitten. Insofern aber mir, nicht weißt die du was, Wahl. Wenn du in Fasar heiraten willst, ich schenk dir meinen Hut. Oh. Und mein Lordenumhang. Ich denke, das werde ich mit Isha besprechen müssen, wo wir den Travierbund eingehen. Ist aber mir egal, ich schicke dir trotzdem. Wenn der Hochkönig dir so ein Angebot hat, musst du ihn auch annehmen. Es ist eine große Ehre für mich, euren Hut zu tragen. Abelmir, ich werde euch auch gerne verheiraten. Ich bin ja sowas wie ein Priester, nicht wahr? Und dann werde ich den Sumo-Bund für euch schließen. Doch würdest du dich freuen. Ja, ist das nicht was? Habt ihr etwas dagegen, wenn noch ein Travia-Priester dabei ist? Nein. Ein Travia-Priester in Fasar? Ich weiß ja nicht. Glaube ich, wie kommt ihr darauf, dass wir in Fasar heiraten? Na, ihr habt doch jetzt den Hut bekommen. Ja. Aber wir werden nicht das Goldene Haus und Kiran in Mendene erstimmen, nur wenn ihr eure Alte in Zorgan heiraten könnt. Wir werden sehen. Also. Das klingt schon ziemlich weit hergeholt. Weit. Also jetzt auf keinen Fall, weil jetzt muss ich erstmal zurück, aber vielleicht in der Zukunft. Ist ein sehr schöner Hut übrigens. Trag ihn sehr stolz. Aber mir vielleicht noch eine Feder an den Hut. Das wäre. Och, das wäre sehr kleidsam. Eine schwarze Feder? Nein, eine weiße Feder. Eine Hahnenfeder. Nein, nicht so ein Hahnfeder. Etwas. Warum nicht eine Greifenfeder? Wir können ihn vielleicht noch ein bisschen verlängern. Dann sieht es vielleicht noch ein bisschen menschlicher aus. Naja, aber die Zwerge werden euch erkennen, wenn ihr dann irgendwo in Fasar seid. Vielleicht ein Miniatur-Zahnrad. Das wäre doch kleidsam. Ich werde mir etwas überlegen. Eine Was? Greifenfeder, sagt ihr? Schau Jalan etwas komisch an. Nun, ihr wolltet deine prächtige Feder, nicht wahr? Nun ja. Es könnte, ich weiß nicht, Schwierigkeiten bereiten? Nicht in Fasar, aber vielleicht andernorts. Also in Nalanfa kannst du auch damit rumlaufen. Ja, hier in Xolosh würde ich auch niemand merkwürdig angucken. Siehste? Aber wo ich willst du sonst nicht, noch hin? Wo wir eine hernehmen sollten. Lass das mal eine Sorge sein. Ja, die wird schon aufzutreiben sein. Wenn ihr fertig gegessen habt, wird Xenos sich dazu bereit erklären, dass bevor ihr in den Angrosch-Tempel geht, wird er mit euch eine Führung durch die großen Pilzgärten machen. Das sind zwar die oberirdischen Pilzgärten, in die unterirdischen, in die dunklen Kammern dürft ihr nicht, aber ihr könnt dann gemeinsam mit Xenos, er wird so ein bisschen vor euch her lamentieren, gemeinsam mit seinem Hund, dann unendlich lange Vorträge halten über die Pilze, den Anbau, natürlich dann auch diejenigen, die es unterirdisch gibt, aber es sind halt Pilze. Oh, ein rostbrauner Dickfuß und schaut dort ein Erdmuscheling und da hinten ein kastanienroter Rübling. Diese Vielfalt, diese Auswahl. Oh, und ein Hansenröhrling. Ha! Oh, der war in meiner Pfanne. Ja. Der war sehr lecker. Ein sehr, sehr nahrhafter Pilz. Kommt ansonsten eher in Laub- und Nadelwäldern vor, aber wir Zwerge wissen, wie wir sowas anbauen. Darfst du das überhaupt noch wissen, jetzt wo man dich aus der Pilzsuchergilde geworfen hat? Ich bin doch extra hier, um mich zu rehabilitieren und einen Stecker, den ich gefunden habe, muss ich ja auch noch zurückbringen. Und das wird meinen Ruf sicherlich wiederherstellen. Gut. Ja, Boltax, wir wissen um deine Verdienste für das Volk der Zwerge. Wir haben dich bereits wieder aufnehmen lassen. Die Zeremonie werden wir unter uns beginnen, im Inneren, in den Bereichen, in die wir vordringen dürfen. Oh, da bin ich ja ganz aufgeregt. Ja, ist selbstverständlich. Die Aufnahme findet selbstverständlich in Xorlos statt. Wie würde es anders sein? Natürlich.
Da fühle ich mich sehr geehrt. Hab Dank, Xenos, hab Dank. Ach ja, da fällt mir gleich eine ganze Wagenladung Steine vom Herzen. Die Zwerge lachen. Darun, ihr hattet doch noch eine Frage zu den Pilzen. Ja. Das ist Murox. Murox ist ein sehr angesehener Pilzgärtner und Pilzzüchter. Wenn ihr ihn wohl fragen wollt. Oh, das würde ich nur zu gern machen. Wartet nicht auf mich, ich werde euch mit Sicherheit wieder einholen. Ich werde mir ein paar Notizen machen aus meinem Gespräch. Ja, Isarun stiefelt los zu dem Zwerg, der ihr gezeigt wurde, und beginnt ihn auszufragen, wo man denn diese Laternenpilze züchten kann und überhaupt, und stellt dann auch klimaspezifische Fragen, beschreibt dabei das Klima in der Baronie Spogelsen und unterhält sich mit dem Pilzzüchter. Ja, er spricht auch über Destruenten, über Parasiten, über Symbiosen, über Mykorrhiza, über Flechten, über xerophile Pilze und dir dementsprechend dann eine große, große, lange Abhandlung halten. Würfel mal auf Selbstbeherrschungsprobe, sie ist erschwert um 5. Wow. Er spricht von Opistokonten, er spricht von Orphea, von, ja. Und es hat nicht so viel mit dem zu tun, was dir sonst Asavo als Vortrag hält, denn auch Asavo als der Sinnegeweihter mag gerne ausführen, aber gut, wenn er jetzt gerade über die Trompetenröhrlinge spricht, über Kratareli, ja, es ist. Am Ende hast du eine Liste von 10 Pilzen, die du irgendwo in Spogelsen anbauen könntest und die dann das sehr merkwürdige Klima in der schwarztropischen Reich dann auch trotz der neuen terranischen Bedingungen dann anbauen kann. Ja, es ist zwar nicht ganz einfach, aber Isarun ist froh, dass sie sich mit ihm unterhalten hat und wird sie sich danach auf den Weg zu den anderen wieder machen. Mit ihren Notizen im Gepäck. Ah, Isarun. Und war es erfolgreich? Konntest du etwas herausfinden? Ja, mehr als ich gedacht hätte. Ich habe mir 12 Seiten Notizen gemacht. Ah, das ist... 12 Seiten? So lange wart ihr doch gar nicht weg. Aber... Doch, er hat so viel geredet und das war alles irgendwie wichtig und interessant auch irgendwie. Ich weiß noch nicht, wie ich alles umsetzen soll, aber interessant war es. Einmal sehen, oh, das sind sehr viele Mykorrhiza-Pilze, hauptsächlich Basidium Mykorrhiza, weniger Asco. Naja. Er hatte empfohlen, dass ich diese anbauen sollte, weil die gut für die Gegebenheiten wären. Aufgrund der gegebenen Bedingungen, das macht durchaus Sinn, ja. Wunderbar. Ja, die sind anspruchsvoll, aber das passt sicherlich ganz gut mit dem etwas kühleren Klima. Ja, doch. Währenddessen steht ihr vor dem neuen Angrosch-Tempel. 2500 Jahre ist er alt. Aus Marmor, aus Eisen, aus Silber, aus Granit oder aus Stahl ist er gefügt und reiht sich hier hinein. Wenn ihr ihn betretet, Abelmir darf tatsächlich auch einmal die Steine berühren unter dem grimmigen Blick von Gramosch, Sohn des Goro, dem dieser Tempel anvertraut worden ist, könnt ihr in einen schier bodenlosen Schacht starren, an dessen Ende ein feuriges Herz sich befindet. Das Herz der Welt. Ein sehr schöner Stein. Ah, ja, nicht wahr? Spürt ihr etwas warm? Spürt ihr Angoschs Präsenz hier? Spürt ihr allumfassende Macht des Weltenerbauers? Ah, das Herz der Welten, wie es vor uns liegt. Das ewige Feuer. Das ewige Feuer. Wenn ihr etwas opfern wollt, dann werft es hinab. Aber ich will das Feuer inspizieren. Denn das, was dort hinuntergeworfen wird, landet bei bei dem heiligen Väterchen, bei Angrosch da selbst. Nun, wollt ihr etwas opfern? Nun, was wäre denn eine angebrachte Opfergabe? Nun, das geht von allem,
von persönlichem Besitz, der euch viel bedeutet, über Materielles und Immaterielles bis hin zu, ja, Sachen, die vielleicht noch kommen mögen, also ein Versprechen, das ihr Angorsch gebt und dergleichen. Das hängt ganz von euch ab. Ja, Isaru nimmt sich mal ihre Ohrringe raus, spricht ein stilles Gebet und ja, hält sie dann dem Priester vor, der ja alles inspizieren möchte. Mhm. Hält sie vor seine zusammengekniffenen Augen. Einfaches Material. Ich hoffe, du hast eine gute Geschichte. Er gibt sie dir wieder zurück. Ich muss eine Geschichte erzählen. Warum bedeuten dir diese Ohrringe viel? Sind sie von ich deiner habe sie schon... Blume? Ja, sie sind ein Familienbesitz. Ich möchte das Väterchen darum bitten, dass unsere Familie auch weiterhin stark ist. Das kann er. Du darfst. Da tritt Isarun vor und wirft die Ohrringe hinunter. Ja, während du die Ohrringe loslässt, hörst du noch so ein Knurren von dem Erzzwerg, aber er nickt. Das Väterchen hat dich erhört. Ja, danke, Väterchen und Väterchen. Nun, wie sieht es mit den anderen aus? Wollt ihr auch etwas opfern? Oh, ich muss erst mal gucken, was habe ich denn noch dabei? Oh, meinen Einschlagring habe ich verschenkt. Oh, ne, ich habe jetzt auch nur noch einen. Boah. Lass erstmal die anderen gucken. Ich muss mal schauen. Ulamin betrachtet die Ringe an ihren Fingern und sind durchaus wertvoll. Also sind auch welche mit Gold und Edelsteinen dabei. Aber sie sieht etwas zweifelnd den Priester an. Nur Schmuck. Die meisten sind nicht besonders persönlich. Bis auf den Stutenring. Und den kann ich nicht opfern. Das lediglich gutes Kunsthandwerk. Ich verlange keine Opfer, weder von den Angroschim noch von euch Menschen. So etwas muss immer freiwillig gegeben werden. Nun, ich hätte auf jeden Fall etwas. Es bedarf der Reinigung von Angrosch. Es geht konkret darum, dich. Magisches Machwerk in meinem Besitz befindet, das auch noch magischer Verseuchung entstammt. Und wer, wenn nicht Angorsch, kann es reinigen? Ja, wenn du sprichst, kannst du sehen, wie sich die Miene des Erzzwerges weiter und weiter ins Bodenlose verzieht. Genauso bodenlos wie die Grube. Ich würde ihm auf jeden Fall den Beutel mit den restlichen Juwelen geben, die ich noch aus den exischen Opferschalen auf der Goldenen Pyramide hatte. Das werden wahrscheinlich nur so 3 sein. Ich weiß nicht, wie viele. Mhm. Ich möchte euch darum bitten, dass diese Geschenke von Sumu von Angorsch selbst gereinigt werden, sodass alle schädliche und schandhafte Magie ihnen entweicht. Rock Angrok Tarosch, Rock Angrok Kamorta, Rock Angrok Marosch, Rock Angranok, Angrosch. Angrosch. Oh, Boltax, ich hab doch noch was gefunden. Ich glaube, das passt ganz gut. Ja, diesen Zahn, den ich gerade so rausgebrochen hab. Würde der funktionieren? Drachenzahn. Ja, erster großer erlegt der Drache. Der andere war ja nicht so groß. Er nickt. Ja, ich würde den Zahn in den Schlund, in dieses Loch schmeißen. Und wie man zu Chor betet, würde Rafim auch jetzt laut beten. So, Angorsch, heute stehen wir hier und bitte dich nicht um Schutz für mich, weil ich bin schon groß. Aber pass auf meine Brüder, auf meine Schwestern auf, wenn ich nicht da bin. Weil die bringen sich immer in Schwierigkeiten. Mehr will ich gar nicht.
So, will sonst noch wer was da reinwerfen? Das Geräusch ist schön. Bei Lagorax-Hammer. Dulamin hat eine Handvoll Rosenblüten aus einem Beutel gezogen. Es ist nicht unbedingt etwas, was ich mit Angrosch verbinde, aber vielleicht ein Gruß von einer befreundeten Gottheit? Sie sind geweiht. Vielleicht macht das sie zu einer würdigen Opfergabe. Er nickt. Der Baumeister hat auch Reihe erschaffen. Dann tritt Sulamin vor und lässt die Blütenblätter hinunterrieseln, wo sie in der Hitze verglühen und leuchtende kleine Funken. Habt ihr da nichts, was ihr loswerden wollt, Jalan? Was heißt loswerden wollen? Das hier ist immerhin... Ja, ein Ort der Reinigung. Was? Ich habe so viel geopfert auf ihm. Ich habe... in die Götter. Ich habe so viel Blut auf ihrem Altar, dem er Rechtschaffenheit vergossen. Was habe ich denn noch, was es würdig wäre, dort hineingeworfen zu werden? Da habt ihr natürlich recht. Und, aber ihr wolltet euch doch zur Ruhe setzen. Vielleicht Immaterielles. Also, weiß nicht, euren Kampfeswillen. Na, wobei, das wäre schlecht. Den brauchen wir noch. Aber nun, vielleicht im Eingedenk dessen. Na, ich weiß nicht. Vielleicht etwas, was euren Willen, sich zur Ruhe zu setzen, symbolisiert. Muss ja nichts Großes sein. Vielleicht nur ein Dolch. So etwas. Etwas, was ihr mit dieser eher dunklen Zeit verbindet. Ihr habt recht, Rafim. Ihr habt recht. Er kramt in seinem Gepäck herum und holt dann den Rest seines Kettenhemdes heraus. Wenn ihr ihn gesehen habt, die goldenen Ränder, die dort einmal drumherum waren, sind mit einer Zange relativ grob abgerissen worden. Und was jetzt noch übrig ist, ist mehr so eine kurze Weste. Es hat eher so Isaruns Körpergröße vermutlich. Hier würde es wohl noch passen. Nun, es ist wohl das Ende. Ich denke nicht, dass ich dies hier jemals wieder brauchen würde. Geschmiedet von Thorn, Eisinger. Und ich hoffe, dass ich es nie wieder brauchen werde. Sollte jemals der Tag kommen, an dem ich wünschte, ich hätte es nicht hier reingeworfen, dann habe ich wohl selbst in diesem letzten meiner Unterfangen versagt. Mögen die Götter uns schätzen. Und damit geht das Hemd in die Grube. Es fällt und fällt und fällt. Ein unendlich großer Schacht. Und während es fällt, es klirrt, kann es ein leichtes Erzittern geben. Guckt euch kurz zum Erzwerg um, der dort mit geschlossenen Augen steht und nickt. Gut. Also gut. Gut, gut. Abelmir? Ich trete mal näher an den Grubenrand. Guck herunter. Ich habe nichts Weltliches mehr zu verschenken, was es wert wäre, Angrosch geopfert zu werden. Ich möchte ein Versprechen opfern. Xeran wird fallen. Eher werde ich nicht ruhen. Wir kennen Xeran. Er ist mächtiger als die Drachen. Er soll fallen. So soll das geschehen. Ja, also wenn du den dann umbringen möchtest, dann musst du mir vorher Bescheid sagen. Das lasse ich mir ja nicht entgehen. Ich würde nicht auf euch verzichten wollen. Ach, wir machen das schon. Ja, immerhin muss das Gold, das der hat, ja auch gereinigt werden. Wer, wenn nicht ich, käme dafür? Frage. Vielleicht können wir Jalan auch noch aktivieren. Aus seinem Ruhestand. Versucht es gar nicht erst. Meint ihr, wenn er dann mit seinem dicken Bauch noch hochkommt? Naja, stimmt, das könnte schwer werden. Er ist etwas alt für solche Sachen. Seht ihr, der Karren ist abgefahren.
Bitte, Abelmir? Ich bin ein gutes Jahr jünger als du. Nun ja, ihr zieht euch in den Ruhestand zurück, aber ich kann das verstehen. Ihr habt genug davon, zu kämpfen. Und du gehst auch auf die 30 zu, für dich kann das auch nicht mehr so leicht sein. Nun, ich nehme meine Aufgabe sehr ernst. Albrax tritt von hinten noch nicht heran und wird euch an den Schultern fassen. Also gut, wir sollten gehen. Demnächst treffen die Totenzüge hier ein und die Leichen werden in einer langen Zeremonie den Schacht hinabgelassen. Gehen wir zum Greifax-Palast. Das ist die Sommerresidenz von mir und, naja, ich kann euch den Bau zeigen und währenddessen kann Boltax gemeinsam mit Xenos wieder seine Aufnahme in der Pilzgilde feiern. Oh ja, das ist eine gute Idee. Ihr werdet den Palast lieben. Er ist wirklich, wirklich sehenswert. Wer war dieser Greifax, nachdem er benannt ist? Hochkönig Greifax Rechtssetzer. Das war der Hochkönig vor 900 Jahren. Dann ist der Palast also sehr jung, oder hat man ihn umbenannt? Nein, er ist sehr jung, er wurde dann erst gebaut. Der ist ja auch oberirdisch, das ist ja hier irgendwie ungewöhnlich, oder? Ja, wir haben natürlich auch noch einige Bauten im inneren Ring, aber wie gesagt, wenn ich Gäste hier empfange, dann nur im äußeren Ring. Und dafür haben wir diesen Greifax-Palast. Da kommen dann Vertreter vom Mittelreich hin und seid ihr ja irgendwie. Ist es der gleiche Greifax-Rechtssetzer, der mit dem Mittelreich dieses Gesetz aushandelte? Ja, Diplomat. Oh. Kennt ihr auch Bärkönig Chubax? Nein. Also gut. War der ein guter Biertrinker? Alle sind gute Biertrinker. Ah, ich wusste es. Die Zwerge lachen. Siehst du, Abelmir, ich bekomme das so langsam hin. Ja, vielleicht sollte ich Unterricht bei euch nehmen. Ihr könnt mich viel lehren über zwergische Witze und zwergisches Verhalten, wahrscheinlich. Ja, laden wir noch Boltax ein und dann... Oh ja. Das wird wunderbar. Auf jeden Fall. Wir setzen uns zusammen, trinken Bier, lachen über Witze und haben eine gute Zeit. Und essen Pilze. Das und Schröter. Ja. Und viel Käse. So könnt ihr in den Greifax-Palast eintreten, nachdem ihr dann aus dem neuen Angroß-Tempel hinausgekommen seid. Ein Gebäude aus Gold und Basalt. Prachtvoll, mit dem man über das gesamte Talkesselkonstrukt schauen kann. Über Glas aus verschiedensten Färbungen, verschiedenen Fertigungen, verschiedenen Dicken könnt ihr dann euch in dem Palast bewegen und die hervorragende Baukunst entdecken. Auch viele mechanische Konstrukte, die vielleicht töchtig in Simia geweiht sind. Zumindest viele, viele zwergische Uhrenmacher, die dann hier ihre Werke über die Jahre ausgestellt haben. Ich bleib bei jemandem ein Stück stehen und verpasst wahrscheinlich den Anschluss an die Gruppe. Ja, Albrax wird euch dann hier einen größeren Raum zur Verfügung stellen, eine große Tafel, riesige Bierfässer, aus denen ihr euch dann bedienen könntet, Pilze für also kleine Snacks und Käsesnacks, also alles, was ihr irgendwie braucht für eine Zeit, wird euch da zur Verfügung gestellt, auch viele weitere Statuen, unter anderem die von euch. Seid dann wohl bei den Drachentötern aufgestellt und ihr seid perfekt gearbeitet. Auch wenn die Zwerge selbst noch nicht zufrieden damit sind, das ist nur eine schnelle Arbeit innerhalb von 3 Monaten gewesen. Aber ihr seid wirklich für menschliche Maßstabe perfekt gearbeitet. Ihr könnt auch nichts erkennen. Es sieht aus wie aus einem Stein, ja, gehämmert, nicht, auch nicht geschmolzen. Es ist einfach mit menschlichem Auge nicht zu erfassen. Währenddessen kann Boltax durch das goldene Tor treten, die alten Pforten zur Stadt und im unterirdischen Teil seine Zeremonie in die Aufnahme der Pilzzieher-Gilde wieder feiern.